So, hier sammle ich noch weiter. Man kann es gut sehen. Das Schloss ist Neuschwanstein. Sah ich auf den Plänen. Also auf den Bauplänen hier vom See. Ich weiß gar nicht, warum es ein Schneeschloss plötzlich gibt. Das muss wohl irgendwie Mieterschutzbund. Nee, die hier, weißt du schon. Arbeitsplätze. Das ist bestimmt ein Hotel. Okay, hier komme ich weiter. Will ich das denn? Wo komme ich hier hin? Drafty Flats. 14 von 35. Ach, siehst du mal, da waren wir schon. Aber natürlich wollen wir eigentlich auch drüben beim See alles sammeln, was es gibt. Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt schon mal hier gewesen zu sein. Aber wahrscheinlich kamen wir irgendwo von der anderen Seite rein. Komme ich zur Luft? Ja, ich komme. Da komme ich gut hin. Ich bin froh, dass ich jetzt hier oben bin. Hier schläft doch jemand. Ich höre sein Schnarchen. Es ist bestimmt der Arbeiter, der Oligarchen. Den wecke ich gleich auf, wenn ich ihn denn finde. Das Finden, ich habe schon 3 Milliarden Mal was mit Finden gesagt. Ich suche erstmal hier unten alles ab. Da haben wir schon ein Loch. Ah, auf der Seite waren wir offenbar. Da rief die Mutter, das ist doch klar. Ich glaube, hier oben geht's ins Wolkenreich. Und hier waren wir ja schon. Ja, das wissen wir gleich. Wir gehen wieder runter zu den Drafty Flats. Und knallen uns nochmal einen Windstoß vor den letzten... Nein, das war schlecht, das wollte ich nicht. Da geht's nur nach oben. Du altes Gesicht. Drum düse ich hier rüber. Mal schauen, wo wir landen. Wahrscheinlich... Ach, beim Zwergmann. Der schläft in den Anden. So. Ich... Aber der hat ja schon gegraben. Ich wüsste nicht, warum... Oder wo. Ich meine, der kleine Gnom, der ist doch auch froh, wenn er schlafen kann. Und wir kommen den wecken. Nur um hier das Let's Play zu strecken. Wollte ich nur mal ausprobieren. Aber hier haben wir ja schon. Ja, tut mir leid, kleiner Mann. Da muss wohl dein Kollege ran. Oder es gibt hier noch irgendwo ein anderes Loch. Dann ist er wohl froh, dort mal eben die Hacke zu schwingen. Er hofft auf Arbeit und gutes Gelingen. Denn Arbeitsplätze, die sind hier recht knapp im Wald, wo die Wirtschaft alles zerlegt hat. Drum schläft der Elf auch mitten im Schnee. Ach, die Mutti. Oh Mann, das tut mir schon weh. Na gut, kleiner Elf, dann leg dich mal schlafen. Ich will dich nicht für deine Faulheit strafen. Da liegt ja schon wieder der kleine Gesell, der zum Schlafen ist, der aber echt schnell. Nein, hier! Hier ist es! Hier wär's gewesen! Verdammt! Nein! Du blöde Schranze! Na gut, fürs nächste Mal, da wissen wir, da drüben müssen wir hin. Die Mutti, das Tier, steht in der Tür und beobachtet uns beim Schlafen und tut uns mit finsteren Blicken strafen, denn wir waren unartig und liefen nur rum. Und fraßen Schnee bis ins Delirium. So. Den Schlitten geschlappt und ab nach draußen. Es sind Ferien. Oder lange Pausen. Ich weiß es auch nicht so genau, was mit dem Bub hier ist. So. Auf jeden Fall, das muss man mal sagen. Schlitten kann er fahren, die blöde Blagen. So. Ich fahre mal hier rüber. Hier haben wir schon. 33 von 35. Da haben wir nicht. Das war da, wo noch 2 fehlen. Frozen Falls haben wir schon. Aber da ist doch Licht. Ich sehe es und du siehst es nicht. Nein.
Frozen Falls. Da können wir die Abkürzung nehmen. Nach da oben. Ich weiß nur nicht wie. Und wir lassen irgendwas aus unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen zu der einen Karte, die da versteckt ist. Vielleicht nicht da, wo wir gerade eben waren. Hier unten kommen wir nur wieder ins Elfendorf. Da will ich gar nicht hin. Obwohl ich da relativ glücklich bin. Doch trotzdem bohren wir uns durchs Erdenreich. Und ganz ehrlich, da werde ich bald weich. Denn die Szene, die haben wir schon 10-mal gesehen. Die kann noch keiner mehr ausstehen. Und vor allen Dingen hier in den Clackety Claves. Ach, da. Das ist immer kurz für den Raves von Scooter. Wenn wir gleich Bohrer fahren. Das macht doch nur noch die Nora an. Ich habe keine Ahnung. Liebe Nora, es tut mir leid. Der Name passt gerade einfach so gut. Hier haben wir 67 von 67. Da sind wir schon durch. Seufz. Schubidubidu. Schnabidabida. Ich fahre hier einfach mal durch den Untergrund wahr. Es dauert gar nicht lang. Dieses Warten macht mich krank. So. Snow Elf City looks so pretty. Huch. Ist ein Song von MC Fiddy. Und er läuft auf Radio FFN, den ich eigentlich nur kenn, weil ich ein Niedersachse bin und gern auch mal die Haxe schwing. Ach, jetzt kommt der Kack wieder. Scooter! Deine Mutter geht in Club, deine Mutter geht in Club, deine Mutter geht in Club und schwingt das Tanzbein. Deine Mutter geht in Club, deine Mutter geht in Club, deine Mutter isst ne Pizza, schiebt sie ganz rein. Deine Mutter geht in Club, deine Mutter geht in Club, deine Mutter geht in Club und geht auf die Tanzfläche. Bevor ich mir den Wanst breche, ich wollte nichts anderes sagen. Ich fahre nach da oben, da wird man mich bestimmt loben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo komme ich her, wo will ich hin mit diesem Ding. Da sitz ich drin und kriege langsam einen Augenring. Ich glaub, ich spinn, das blöde Fahren macht mich langsam doof. So, Evergreen Hill. Jetzt sind wir da oben auf dem Evergreen Hill. 3 Stück zu finden. Das erfordert Skill, den ich nicht habe. Es tut mir leid, aber ich glaube, bevor jemand schreit, versuche ich es mal vielleicht hier links heraus. Ich glaube, ich war ja schon mal. Bitte keinen Applaus. Ein Eichhorn. Haben wir das schon gemalt? Ich glaube, ja. Es hat schon gestrahlt. Wo kommen wir denn? Hallo! Da oben habe ich einen Schneeflock gesehen. Und wer kann da wieder stehen? Und ich habe fast das Gefühl, wir müssen diese roten Schnüre auch finden. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, Alter, vielleicht sind das ja Reste von unserem Handschuh. Ich weiß es nicht. Ich Freunde, so wird's gemacht. Gute Nacht. Ich düse mal hier rüber. Drafty Flats, das kennen wir ja. 25, 10 Stück fehlen uns hier noch. Hier hat uns die Mutti doch letztens gerufen. Und hier, ja, das sieht doch schon mal bedeutend aus. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Na, hallo, Heidewitzka. Du alte Schummelhöhle. So, 30 von 35, 5 Stück fehlen uns noch, 5. Die werden wohl zu schaffen sein. Ich schwinge gleich mein Affenbein. Ja, keine Ahnung, das war besonders schlau. Schlief hier nicht der Typ?
Wollen wir den vielleicht erstmal, bevor wir irgendwas machen, den Typ konsultieren? Also jetzt nicht den Drachen, den Elfen, der hier irgendwo pennt. Ich habe noch einen Arbeitsvertrag auf Pergament. Ich höre das Schnarchen, ich glaube, er ist oben. Als sie das sagte, habe ich nicht gelogen. Ich höre ihn bereits bis hier drüben. Und sein Schnarchen schüttelt den Schnee auf in Schüben. Ich weiß noch nicht genau, ob das da unten war oder hier rechts. Wir müssen immer mal warten. Dann kommt er, der kleine Mann, damit er da drüben gleich graben kann. Ach, Gott sei Dank, er ist noch da. Ich dachte schon, aber das ist ja klar. Okay. Nun gräbt er hier. Ich freue mich sehr. Ein Tunnel wie beim... Huch, Frozen Falls? 48 von 48. Hier kommen wir zu Frozen Falls. Aha. Das ist nämlich der Tunnel, wo wir das Licht immer gesehen haben. Und der bringt uns hier oben nach Draftiflatz. 32, 35. Also drei fehlen uns noch. Drei fehlen uns noch. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hier sein können. Denn wir haben ja überall diese komischen Winddinger, die uns nach oben schwurbeln. Und dann weiß ich aber nicht, was uns das bringt. Hier. Das ist klar, das bringt uns hier hin, aber ansonsten ist hier oben doch nichts. Nein, die Olle! Die Mutter. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, die tickt nicht richtig, da klemmt der BH. Kann ich! Ich bin im Himmel! Grummel. Vielleicht sollten wir öfter Kakao trinken zwischendurch. Vielleicht macht uns das wach. Aber da ist ja kein Koffein drin eigentlich. Hallo Marvin. Ich habe dir einen Pott Kaffee gemacht zum Schlafen gehen. Und den Koks, den du so gerne magst. Armes kleines Drogenopfer. Du Opfer. So, auf den Schlitten, rausgeritten. Da ist er über den Schnee geglitten. Aber so langsam, das merkt man wohl. Da werden die Karten hohl, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sammeln... Was? Wie? Schon wieder? So wie so ein Feder. Aber egal, den hat wohl jeder. Ich fliege hier auf jeden Fall mit dem Schlitten entlang und fahre mal unter dem Schienenstrang hier auch durch die Höhle vorbei. In dieser komischen Karte, da fehlen noch zwei. Keine Ahnung, wo die wohl sind. Für die beiden bin ich auf jeden Fall blind, aber vielleicht kriegen wir die später noch rein. So, wo kommen wir da hin? Evergreen Hill. 36 von 36, das mutet doch schon ganz fantastisch an. 3, 2, 1, Jump! Yeah! Haben wir hier eigentlich alle? Da hab ich schon geguckt. Voll cool mit dem Schlitten. Mount Tall, 10 von 78. Na, heilige Maria. Hier ist, guck mal, da leuchtet es auch. Da kommen wir also später durch. Nee, okay, da oben kommen wir eh nicht lang. Was die Mutter für ein Organ hat übrigens, das will ich gar nicht wissen. Pass mal auf, weißt du was, ich trinke mir nochmal ein Kakaochen. Vielleicht haben wir da mehr Zeit, wegen Frauchen. So, die Elfe tanzt und gibt uns das lecker Getränk. Was? Mist, hätte ich mal gelesen. So, ich trinke nur den Kakao. So, okay, wir sehen uns. Ich hoffe, der bringt uns wieder auf die Beine. Ist immer ein bisschen ruhiger, die Kleine. Die Mutti, die immer verzweifelt ruft. Vor allem so wie die schreit, die müsste ja 50 Lawinen auslösen. Die Mutter ist... Die kommt ihrer Sorgfaltspflicht nicht nach. Nicht, dass das Jugendamt auf der Tür steht, das möchte ich ja nicht. Ich möchte, dass es der Mutter gut geht, deswegen soll sie mal nicht nach ihrem Bub rufen. Der wird sonst verschüttet, so wie der hier durch die Berge läuft.
Das ist sicherlich auch nicht gesund, aber sie ist ja sein gesetzlicher Vormund. Sie müsste das kontrollieren. Und stattdessen, das muss man aber akzeptieren, uah. Stattdessen lässt sie ihn gewähren. Aber wir wollen ihm das Suchen nicht erschweren. Heilige Scheiße, ist das mies. Hahu! Deswegen ist das wohl Mount Tall. Ich hoffe, wir kriegen hier oben auch eine Abkürzung. Hier All. Da ist noch ein Flöckelein. Das könnte auch das Ende sein. Wenn der Marvin vom Berg fällt, er fällt 1000 Kilometer. Was reimt sich auf Kilometer? Er wird eine Matschfütz, doch vorher, da dreht er eine Pirouette. Im freien Fall. Ich weiß, da unten war noch eine Flocke. Doch ich sammle erstmal hier mit Marvin der Socke. Boah, hier ist echt schon. Puh. Halt, da unten, da kann man auch stehen. Das heißt, hier kann ich mit Marvin hingehen. Gehen ist relativ. Wir schweben fast nur. Mit einem Auge stets auf der Uhr, bevor die Mutti ruft. Den Namen ganz laut. Und der Marvin sich dann nicht mehr nach Hause traut, weil es schon spät wird. Es ist bald nach 8. Und ich frage mich, an welchem Tag ist hier wohl Weihnacht? Ich frage mich, ob diese Folge hier Weihnachten kommt. Nee, es müsste schon nach Weihnachten sein. Auf jeden Fall wünsche ich dir ein frohes Festelein. Hua! Nein! Oh, Marvin! Marvin! Oh, ha! Entschuldigung. Ich habe nämlich die Uhr nicht ganz im Blick. Ich weiß, das ist vielleicht ein billiger Trick. Auf jeden Fall, ich habe es bereits am Anfang der Aufnahme getan. Ich wünsche dir ein frohes Fest mit Sagrotan. Nein, ich wünsche auf jeden Fall ganz liebe Weihnachten. Ganz fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, diese Folge kommt noch zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit, während der Weihnachtszeit, vielleicht auch kurz nach der Weihnachtszeit. Aber nur weil es nach Weihnachten ist, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr weihnachtlich sein darf. Das ist genauso wie bei Vorweihnachtszeit, gibt es auch die Nachweihnachtszeit. Und für ganz raffinierte Leute gibt es natürlich auch die ganzjährige Weihnachtszeit. Das ist die schönste Zeit des Jahres, wenn sie ganzjährig ist. So, kann man ja auch mal so sehen. Man muss nämlich nicht immer auf Weihnachten warten, damit man Freude empfindet, sage ich mal. Oh, scheiße, ich habe schon wieder die Flocke verpasst. Und die da auch. Die haben wir. Hier gehe ich lieber safe. Ja, wie viel haben wir? 48 von 78. Wir müssten auch bald einen ganzen Berg hochfliegen können. Da war gerade oben. Ich habe es gesehen. Aber ich wollte noch hier drüben hingehen. Hier oben, da sieht man die Windeleien wehen. Mist. Ah, ich will diese Flocke dort drüben. Aber ich muss wohl noch ein bisschen üben. Kann ich denn eigentlich, das ist mal ein Test, mit dem Schlitten da runterfahren? Ich meine, ich halte mich doch fest. Nein, die blöde Mutter! Nee, das war der Schlitten. Das war die Schlittenmelodie. Da komme ich nicht runter. Ich bin so leicht wie ein Ei. Ein sehr leichtes Ei. Leichtei. 55 von 78, das ist aber schon echt krass. Ich mag das immer, wenn der so auf Eis läuft. Diese komischen Quick-Quick-Quick-Geräusche, finde ich voll süß. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. So, ich darf nicht vergessen, in der einen Rille. Vielleicht sollte ich das jetzt schon holen.
Habt ihr. Was passiert, wenn ich jetzt hier runter und dann hier rechts? Hier. Und dann würde ich gerne nochmal hochzwiebeln. Hier nämlich diese stürmische Gasse. Jetzt haben wir das. Gut. Das war ja, Gott sei Dank, das war gewollt übrigens. Ne? Da wollte ich nur mal sagen, das war gewollt. Und, ich ahne es, kurz bevor wir auf der Spitze sind, da ruft die Mutti, ihr verzogenes Kind. Boah, Alter, wie, ich will gar nicht wissen, wie hoch wir hier sind. Was, Pipi? Ich glaube, der muss Pipi. So, da drüben habe ich eine Wolke gesehen. Da springe ich mal rüber. Da kann man noch stehen. Oh, das war knapp. Ich hätte es fast verbockt. Aber ich habe doch... Habe ich mich mit der Wolke verzockt? Ich habe sie doch deutlich vor mir gesehen. Und hier sage ich doch, da kann man stehen. Deswegen, da springe ich und hole mir die Flocken. Komme ich nach Hause, ist die Mutti von den Socken. 76 von 78. Uah, jetzt hat es gerade gehakt. Fast hätten wir das Kindlein eingesagt.